Herzlich willkommen zurück bei Elden Ring im Durchgezockt-Format. Wir sind immer noch in Schloss Sturmschleier, sind allerdings, ja, wirklich direkt vom Endboss. Godric wartet auf uns, wir haben ihn letzte Folge schon mal, naja, uns zumindest angeschaut, um ein bisschen einen Überblick darüber zu haben, was uns da erwartet. Wundert euch nicht, dass ich jetzt gerade an den hier einfach vorbeirenne. Ich habe hier hinten an dem goldenen Ast nämlich eine goldene Saat eingesammelt. Die darf ich aber nicht benutzen, um noch einen Heiltrank mehr zu bekommen. Und das finde ich ausgesprochen gemein. Gute Frau. Ich habe hier... Sie labert einfach weiter. Ist ihr völlig egal, ne? So, wer bist denn du überhaupt? Clearly not one of Godric's lot. I am Nefeli Lu, tarnished and warrior like you. I'm here by decree of my father. How utterly repellent this is. This grafting of Godric's ill befits a lord. He's tainted the very winds. Okay. If you intend to challenge Godric, I ask you call upon me. The winds run foul with his deeds. I'm certain father would permit me aid the fight. Ah, okay, sie ist unsere NPC-Unterstützung. But I've idled long enough. As fellow tarnished, we must each follow our own guidance. Down whatever road takes us to the throne of Elden Lord. Noch mehr? Apologies. Nee. Alles klar. Ich glaube nämlich, was ich jetzt mache, ist tatsächlich mal zur Tafelrunde zu fliegen, vor allem zu teleportieren. Und dann düseln wir mal das Schwert ein bisschen auf. Weil wir haben echt viele Schmiedesteine gefunden. Das einzige Problem könnte die Währung sein, aber wir nutzen hier mal tatsächlich... Ja, so viel ist das nicht. Das reicht wahrscheinlich nicht mal ansatzweise für irgendwas. Naja, das ist jetzt vielleicht eine Stufe vom Schwert. Gut, er hat auch nichts Neues. Wie geht's hier so weiter? Weiß. Achso. Ah, mit ihm kann ich nicht reden. Hier ist aber auch nicht der Schmied. Da habe ich mich gerade verlaufen. Ach nee, der ist hier. Hier herum. Moin. Lange nicht gesehen, Fridolin. So, Waffe verstärken. Genau, da kostet 954, braucht 4. Und wir haben 11 Stück davon. Zack. Auch die nächste Stufe würde ich gerne machen. Dafür brauchen wir aber... Haben wir irgendwas, was man verkaufen kann? Großer Schimmerstein überrest. Ja. Irgendwas anderes, was... Ja, hör halt richtig viel. Warte mal. Andere Richtung. Wir haben halt 150 Rover vor. So viele brauchen wir gar nicht. Das sind aber nur 1500. Nee. Nee, macht mich alles nicht glücklich, muss ich sagen. Mm-mm. Verstärkt Asche auf plus 2. Hold on, Moment mal. Wie bitte? Wie macht man das denn? Kriegsasche. Wir können ja hier mal... Was haben wir denn da? Wertiges Großschwert des Getreuen... Achso, Sturmstampfer. Sturmrufer. Eiserner Wille. Was macht Eiserner Wille? Steht da nicht. Standardstich. Hm. Stoßhagel. Tja. Das ist nicht wirklich hilfreich. Ja, ich denke mal, dann sollten wir uns darum bemühen. Hoppala.
ein bisschen Seelen einzusammeln, um das Schwert nochmal aufzudüseln. Wie machen wir das denn am besten? Was ist da? Grab eines Randvolkshelden. Achso, ja. Alles gut. Muss ich gerade hier? Das bringt uns auch noch weiter. Aber in die Richtung waren wir ja schon mal. Das ist ja Schloss Morn. Das haben wir sogar schon abgeschlossen. Und das hier zeigt komplett in... nach sonst wo. Aber na gut. Dann würde ich sagen... wir versuchen es einfach nochmal. Wir versuchen uns nochmal an Godric. Das ist ja ein ziemlicher Batzel. Vor allem ist er ja unser erster großer Story-Boss. Also einer der relevanten Bosse. Mal her mit dem Spaß. Moin, Godric. Wie geht's der Familie? Nicht so gut anscheinend. Alter. Er hat einfach schon alle Wölfe gekillt. Man müsste mal herausfinden, welche Moves von ihm parrybar sind. Und da muss man natürlich das Ganze auch noch im Zeitfenster passen. Ah, da war schon. Ist ja gut. Meine Herren. Ui, oh, das ist was anderes. Das ist... oh. Wow. Ah, ein bisschen viel gewollt. Boah, zum Glück noch den Schild hochbekommen. Jedes Mal. Ist auch seine Lieblingsattacke, ne? Oh. Eieiei. Okay. Er macht einen Purzelbaum. Fragwürdig. Ah, scheiße. Bin ich tot? Nee. Ja, da muss man das Zeitfenster auf jeden Fall nutzen, um noch ein bisschen Schaden zu machen. Den Spaß kennen wir ja. Jetzt hat er hier seinen Flammenwerfer Excellence. Ich werde jetzt irgendwie an ihm dranbleiben. Oh, vielleicht auch nicht. Oh, hoi, hoi, hoi. Okay. Say no more. Das war krass. Ja, die zweite Phase müssen wir auf jeden Fall noch ein bisschen lernen. Die erste Phase ist gar nicht so verrückt. Aber die zweite Phase, die ist auf jeden Fall krass. Haben wir irgendwas, was uns helfen kann?
verstärkt körperliche Angriffe. Wisst ihr was? Ich hau mir den Happen mal rein. Holen die Wölfe. Oder gehen wir gehen jetzt mal richtig auf Angriff. Autsch. Soweit so gut, soweit so gut. Oh, Schild hoch, Junge. Oh, oh. Dabei hinter ihm ist. Was ja sehr interessant. Ja, lach du mal, Kollege. Ah, es macht leider nicht so viel Schaden. Scheiße, der hat mich damit sogar getroffen. Nein, wie blöd. In seinem Arm-Abhack-Move hat er mich getroffen. Oh, scheiße. Oh, ich dachte, ich schaff das da noch rum. Au. Oh, das ist ein Abgrund. So. So, jetzt lernen wir erstmal ein bisschen die ganzen Moves, die er drauf hat. Er will aber auch nicht zu mir kommen. Ja, da kann man... Wow, das geht ja ewig weit. Ne, ich trinke mal lieber. Mal weglaufen. Na komm. Das ist genau der Move, den ich haben wollte, aber zum falschen Zeitpunkt. Was jetzt? Was jetzt? Was? Ach so. Ah, nee, das ist was anderes. Was? Okay, das können wir dodgen. Moment, das ist... Oh Mann, ich krieg die Fähigkeiten nicht gelesen. Scheiße. Ja, gut. Ach. Wir brauchen... Ich möchte auf diesen, wenn er den Flammenwerfer richtig, wenn der einmal in so einem 180-Grad-Kegel vor sich alles wegflammt, da möchte ich drauf reagieren, weil dann komme ich ganz gut hinter ihn und kann ihm ein bisschen was mitgeben. Was jetzt das bessere Fleisch angeht, habe ich jetzt nicht so richtig mitbekommen, dass da irgendwas besser wäre. Ich kann auch mal eine andere Asche ausprobieren, fällt mir auf. Autsch. Aber immerhin noch geblockt. Ah, zu viel gewollt.
Jo, Junge. Ach du Scheiße, macht das Schaden. Aber da muss man auch... Da muss ich abspeichern, als wir eben hinter dem waren bei dem... bei den Angriffen. Da hat er uns nicht mit getroffen. Also sein Rücken ist die beste Stelle, die man, wo man stehen kann. Wenn er den Flammenwerfer macht, können wir da nicht angegriffen werden. Und wenn er diesen Move macht, wenn die Axt so weiße Linien hat, dann kann er uns damit auch nicht treffen. Weiter geht's, weiter geht's. Ah ne, da müssen wir. Da müssen wir hinter ihm. Ja, das war fast gut. Ah nein. Nein! Oh, trinken! Ach nee, da hätte ich hinter ihn gemusst. Oh, nicht gut. Oh, Junge, Junge, Junge. Nochmal kurz wegrollen. Okay. Okay, wir sind ganz gut dabei. Jetzt direkt mal. Auch sehr gut. Autsch. Ich glaube, davon möchte ich nicht getroffen werden. Ne, Schild hoch, Schild hoch. Huch. Warum hat es mich denn nicht getroffen? Naja. Nee. Nee, 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 nee. Oh oh, was ist das denn? Was? Achso. Das war gar nichts allzu Verrücktes. Nein! Oh nö! Ja, das hätte auch besser klappen können. Trinki, Trinki. Rolli, Rolli. Ah, Schild hoch. Einfach wegblocken. Okay. Oh, oh. Was kommt denn jetzt? Achso, ja, okay. Kometenregen. Nee, ich dachte ganz kurz, das wäre der, wo man um ihn rumlaufen kann.
Er lässt uns nicht an sich ran. Ah nein, was mache ich denn? Oh, ich Idiot. Zu früh gerollt. Aber okay. Diese... Da wird da hinten noch was. So, und jetzt flemme ich hier noch ein bisschen das Unkraut aus den Fugen. Aber dieses, wenn er diese ganzen kleinen Kometen macht, da kann man drauf reagieren. Also, wenn man da auf ihn zuläuft, hat man ein bisschen Luft. Weiter geht's. Keine Müdigkeit vortäuschen. Der denkt sich auch inzwischen. Du, immer du. Oh, shit. Trinken? Trinken. Ich komme hier überhaupt nicht weg. Alter. Ganz ruhig jetzt, Kollege. Ja, den Baum da kriegt er nicht kaputt. Au, aua. Nee, gar nicht mal aua. Glück gehabt. Okay, okay, okay. Das ist auch so ein wilder Move. Ah. Okay. Nicht ganz so schlimm wie befürchtet. Was? Als ob mich das getroffen hat. Noch alles gut. Alter. Was eine Reichweite. Okay. Weiter geht's. Ah, ich hätte da direkt reagieren müssen. Na gut. Da müssen wir auf ihn zu. Ah, das kannst du machen. Ah, da war nicht gut. Schande. Okay. Schild hoch. Mehr geht nicht. Ah. Oh, das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Was? Die fliegen mir hinterher?
Das ist eine Frechheit. Oh no. Zu viel gewollt. Oh nee. Oh oh. Nein. Oh shit. Oh. Oh Mann. Der ist echt ein ganz schöner Brocken, Leute. Das ist echt eine ganz schöne Hausnummer, der Typ. Aber ich sehe den absolut als absolut machbar. Wir können ja mal überlegen, ob wir eine andere Asche ausrüsten. Zum Beispiel, also wir haben die Halbmenschenasche, Zauberadligen. Komm, wir nehmen mal Nutzen. Achso, wir müssen wir in der Ausrüstung machen, ne? Nee, Quatsch, nicht in der Ausrüstung, sondern wir müssen hier drüben sagen, dass hier die Boys hinkommen. 69 haben wir dafür die. Ja, dafür haben wir die FP, das ist gut. Masse statt Klasse. Wir holen jetzt einfach noch mehr Halbmenschen. Aua! Puh! Oh, das ist sehr gut. Nein! Oh, gib mir doch den Stagger! Das kann doch nicht wahr sein. Okay, wir haben sogar einen Halbmenschen, den wir mit dazu nehmen. Hilft uns aber leider nichts. Ich habe das Gefühl, den müssen wir auf Distanz spielen. Ja, da hätte man jetzt was machen können. Aber weil ich schön blöd bin, habe ich nichts gemacht. Oh nein! Alter, was? Ja, und direkt hinterher. Nee, ist klar, ist klar. Oh nö. Oh nö. Ah. Ja, jedes Mal. Godfrey kannst du auch schon nicht mehr hören. Dread Godfrey. Okay, ich befürchte, das ist der letzte Versuch für die Folge. Ich schaue jetzt gerade noch mal. Asche der Wanderadligen.
Cocktail der Kopflosen. Da habe ich nicht genug FP für. Was habe ich denn hier? Schneller Waffenüberzug verursacht Waffenschaden. Also, wir lassen das mal. Feuerfett verursacht Scharlachfäule. Ich werde, glaube ich, mal sowas ausprobieren. Ne, Moment mal, das war jetzt falsch. Da kommen die hin. Aber ich würde gerne... Würde gerne hier einmal... Ja, keine Ahnung, Blutungen? Ja, komm, wir nehmen Blutungen. Wie komme ich denn da jetzt hin? Nein! Oh Gott, jetzt hätte ich fast gebimmelt. Entfernen. Dann packe ich es mal hier in die normale Ausrüstung. Entfernen, entfernen. Blutfett. Okay, dann schauen wir uns den Typen doch nochmal an. Vielleicht kriegen wir damit ja... Ah, die gute alte Schmieranimation. Oh oh. Okay, das haben wir aber gut weggesteckt. Der Blutungsschaden kommt nicht richtig an, ne? Oh oh. Hab mich auch noch an ihn rangestellt, ich Idiot. Ach, Scheiße! Vielleicht muss ich Parryn üben für den Typen. Muss ja irgendwo einen Move geben. Autsch. Oh nein. Oh, macht der einen Schaden, der Angriff. Puh. Der ist echt nicht ohne an dem. Kann eine ganze Menge Zeit ins Land ziehen, befürchte ich. Andererseits könnten wir natürlich noch Runen holen, um das Schwert weiter aufzubohren. Ja, müssen wir mal schauen. Auf jeden Fall müssen wir uns leider für die Folge geschlagen geben. Aber der fällt. Den haben wir auf jeden Fall noch in der Tasche. Mal schauen, ob es in der nächsten Folge der Fall sein wird. Also Leute, wir sehen uns das nächste Mal. Macht's gut.